Guten Abend und herzlich willkommen in der Lukaskirche in Aurich-Walle. Schön, dass ihr hier seid zur heutigen TC-Andacht. Es ist die letzte TC-Andacht vor der Sommerpause. Im August findet keine Andacht dann statt, erst im September wieder. Wir wollen diese Andacht mit einem Gebet beginnen. Gott, du allein weißt, was dieser Tag wert war. Wir haben vieles getan und vieles versäumt. Wir haben vieles versucht und vieles auch nicht vollendet. Wir haben aus Unglauben gehandelt und entschieden und sind den Menschen mit viel Liebe schuldig geblieben. Wir möchten allen vergeben, die uns Unrecht getan haben. Wir möchten von allem Hass, allem Neid und aller Verachtung frei sein. Vergib du uns alle Schuld. Ob dieser Tag Frucht gebracht hat, das wissen wir nicht. Du allein siehst es. Du allein kannst unsere Mühe segnen. Gott, wir können dir nichts geben zum Dank für diesen Tag, als dass wir mit den kommenden aus deiner Hand nehmen. Gib uns einen neuen Tag und verlasse du uns nicht. Wir danken dir in dieser Abendstunde, dass du uns heute behütet hast. Behüte alle, denen wir heute begegnet sind. Gib das Licht deiner Liebe allen, die wir lieb haben, und allen, deren Last wir tragen sollen. Amen. Wir dürfen wieder singen. Deswegen habt ihr ja alle ein Gesangbuch, ein Blumenbuch. Wir singen ganz am Schluss ein Lied. Da liegt ganz am Schluss ein einzelnes Blatt im Blumenbuch. Wir feiern diese TC-Andacht im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir beginnen mit dem Lied Nummer 110. Jubelt und freut euch über den Herrn. 110. Es kann sein, dass es bei manchen die 107 ist, dann ist es 110, deswegen, sorry. Okay. Thank you.
Nummer 37, Jesus, Remember Me. Schreibt: Achtet sorgfältig darauf, wie ihr euer Leben führt. Seid nicht töricht, sondern klug. Nutzt die Zeit. Seid nicht unverständig, sondern begreift, was der Wille des Herrn ist. Berauscht euch nicht mit Wein, das macht zügellos, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Lasst in eurer Mitte Psalmen, Hymnen und Lieder erklingen, wie der Geist sie eingibt. Singt und jubelt aus vollem Herzen zum Lob des Herrn und sagt Gott, dem Vater, jederzeit Dank für alles, was ihr empfangen habt. Im Namen Jesus Christi. Unseres Herrn. Wir singen das Lied Nummer 50, Nada de Turbe. Thank you.
23, Laudate omnes gentes. Schreibt. Denn einst war er in Finsternis, jetzt aber seid ihr durch den Herrn Licht geworden. Lebt als Kinder des Lichtes. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Prüft, was dem Herrn gefällt, und habt nichts gemein mit den Werken der Finsternis, die keine Frucht bringen, sondern deckt sie auf. Alles, was aufgedeckt ist, wird vom Licht erleuchtet. Alles Erleuchtete ist aber Licht. Deshalb heißt es: Wach auf, du Schläfer, und stehe auf von den Toten, und Christus wird dein Licht sein. Wir singen das Lied Nummer 4, Ubi Caritas Deus Ibi Est. Thank you.
Wir wollen nun einige Minuten in der Stille bleiben. Schwachheit schenkt Gott Kraft. So kommen wir vertrauensvoll mit den anderen.
Anliegen unserer Tage und beten. Wir bitten für die Menschen, die sich von anderen wenig oder gar nicht akzeptiert fühlen, und für jene, die einander unvoreingenommen begegnen, Ansehen schenken und Würde achten. Die ausgesprochen und die wir still in uns tragen.
Dafür danken wir dir und preisen dich. Durch Jesus Christus, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und Leben schenkt in Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wir singen das Lied Nummer 18, Confitemini Dominum. Jesus richtet seine Augen auf seine Jünger und sagt: Selig, ihr Armen, denn euch gehört das Reich Gottes. Selig, die ihr jetzt hungert, denn ihr werdet satt werden. Selig, die ihr weint, denn ihr werdet lachen. Selig seid ihr, wenn euch Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch beschimpfen und in Verruf bringen um des Menschensohnes willen. Freut euch und jauchzt an jenem Tag, euren Lohn im Himmel, der wird groß sein. Wir singen das Lied Nummer 3, bleibet hier und wachet. Thank you.
Andacht wollen wir gemeinsam das Gebet beten, das der Herr uns gelehrt hat. Dazu dürft ihr gerne aufstehen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Der Herr antworte dir, wenn du in großer Not bist. Der Gott Jakob schützt euch. Aus seinem Heiligtum auf dem Berge Zion komme er dir zu Hilfe. Er gebe dir, was du von Herzen wünschst, was du dir vorgenommen hast, lasse er gelingen. Der Herr erfülle alle deine Bitten. Amen. Ihr dürft gerne wieder sitzen. So, es war schön, dass ihr heute Abend hier wart. Wie ich vorhin schon sagte, im August, das sind Sommerferien, da haben wir auch eine Sommerpause. Und die nächste TC-Andacht ist dann am zweiten Freitag im September, auch wieder abends um 19 Uhr hier. Wir singen noch ein gemeinsames Lied, das ist die Nummer 159, das ist das letzte Blatt in dem Notenbuch. Das ist ein ganz neues Lied aus TC. Ich spiele es einmal vor, beziehungsweise ja, ich singe mit und ihr könnt dann einsteigen. So, das ist eigentlich ganz einfach zu singen. Viel Freude damit. Thank you.
guten Nachhauseweg, bleibt gesund und wir sehen uns dann im September wieder, so Gott will.